Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Ist da wer? Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Ist da wer? In diesem Video zeige ich euch die Abläufe. Abschließend gibt es dann auch ein Fazit. Vorab ein paar Informationen. Ist da wer? Ist ein Spiel aus dem Hause Zoch, da bin ich jetzt schon mal, da seid ihr vielleicht auch sehr gespannt, was das an Material zu bieten hat, weil Zoch ist bekannt dafür, nicht nur farbenfroh, Tierwelt etc., aber auch das Material kann sich bei sehr vielen Spielen sehen lassen. Und das Spiel, die Idee stammt von Enrico Ferrisin und Illustration ist die Gabriela Silvera, die hat auch schon sehr viele Spiele illustriert. 5 Jahre ist angegeben, ein Kinderspiel, man sieht es ja an der Grafik. Für 2 bis 4 Personen, Spielzeit recht kurz, 10-15 Minuten, na, Tendenz eher so 20 Minuten, abhängig von der Erfahrung, beziehungsweise bei der ersten Partie üblich, da kann es natürlich ein paar Minuten länger gehen. Große Box, und dann schauen wir mal, was in dieser Box enthalten ist, und das ist hier dieses Element. Das ist schon mal ganz cool gemacht, und da merkt man schon wieder, das ist übrigens auch so in der Schachtel enthalten, das ist klasse gemacht. Mal wieder was ganz anderes, auch sehr stabil, sehr robust. Und ja, Aufgabe der Kinder ist es, das gesuchte Tier bzw. Die gesuchte Farbe herauszufinden. Hier seht ihr das Muster, am besten seht ihr es, ja, gut, wenn ich es ein bisschen schüttel, das wird ja auch immer geschüttelt, dann seht ihr auf jeden Fall, oder ihr solltet sehen, dass die ja immer 2 Farben hinterlegt hin. Hier sieht man gelb, hier ist jetzt hellblau, das solltet ihr am Anfang am besten offen machen. Hier ist blau, hier ist pink hinterlegt, ja, die 2 grünen sind auch hier. Hier ist braun, da haben wir nochmal die andere Farbe, rot, und das macht ihr vor der ersten Partie. So, und damit geht das Spiel auch schon los. Die Tiere, die habe ich ja schon mal hier platziert. Das heißt, man sieht sie hier. Und jeder nimmt sich so einen Stapel von solchen, ja, Plättchen. Die bilden zusammen quasi ein Puzzle. Aufgabe ist es nämlich, dieses Puzzle zu vervollständigen. Also alle Teile vorab, letztendlich vor euch, offen ausliegen zu haben. Und damit beginnen wir. Und es wird geschüttelt natürlich. Am besten nehmt ihr die Rückseite, dass ihr da nichts seht. So, ist alles schon geschüttelt. So, und dann dürft ihr vielleicht ein bisschen mitraten. Wenn ihr Lust habt, dann wisst ihr je nachdem auch gleich, ob das Spiel was für euch oder für das jeweilige Kind ist. So, das heißt, hier habe ich das jetzt platziert. Ich mache es ein bisschen rüber. So, und jetzt müsst ihr genau hinschauen. Ich mache es ein bisschen näher. Ihr könnt jetzt nicht zuschnappen. Jetzt hätte ich es beinahe aufgedeckt. Nein, ihr dürft nicht, ihr könnt hier jetzt natürlich nicht zuschnappen. Aber jetzt überlegt mal, welches Tier, beziehungsweise je nachdem, welche Farbe hier unten denn hinterlegt ist. Jetzt müsst ihr natürlich schauen, ich sehe es natürlich nur aus der Perspektive, blau kann es also nicht sein, blau ist hier. Das heißt, nach diesem blauen Tier solltet ihr nicht schnappen. Und so geht ihr quasi die Türe durch, nehmt aber immer nur eine Hand, legt es vor euch ab, dann könnt ihr je nachdem auch quasi noch ein weiteres Tier dann nehmen, bis dann letztendlich keiner zuschnappen mehr will. Und jetzt müsst ihr natürlich überlegen, welche Tiere könnten da drunter sein. Und die Tiere sind je nachdem auch schnell verteilt. Der eine oder andere glaubt, das ist das, das ist das. Bleiben vielleicht welche Tiere übrig? Das ist ja durchaus möglich. Und irgendwann ist man bei dem Punkt, dass man sagt, keiner mehr will ein Tier zu schnappen. Nein, ich bin mir sicher, das passt. So, und dann ist der spannende Moment, jetzt, wir schauen, dass ich da nichts verschiebe, ich zeige es euch, dass dieses Teil gelüftet wird. Das heißt, es wird auf die Seite gelegt und jetzt seht ihr quasi, hier ist doch hinterlegt, grün. Ja, wer dieses grüne Tier geschnappt hat, der oder diejenige kann sich glücklich schätzen, weil man darf eines seiner Puzzleteile letztendlich offen vor sich ablegen. Das heißt, den restlichen Stapel hat man noch vor sich. So, pink hat gesagt, gut, wenn ich jetzt pink jetzt auch noch habe, vielleicht habe ich das, dann darf ich ein weiteres Puzzleteil letztendlich nehmen. Ich schiebe es mal ein bisschen in die Mitte und kann das dann letztendlich dann auch anlegen. Und Aufgabe ist es ja, ihr spielt ja über mehr Runden, dass man sein Puzzle vervollständigt. Der oder diejenige hat gewonnen. Vielleicht hat aber diese Person dann trotzdem noch blau geschnappt. Einfach mal als Beispiel. Wenn man blau schnappt und hier unten ist keine Farbe, keine passende hinterlegt, dann muss man ein Puzzleteil wieder zurückgeben. Ist es am Anfang der Partie, hat man ja noch gar keine Puzzleteile, dann passiert nichts, hat man Glück gehabt. Aber ist man schon am Bauen, hat man schon Puzzleteile ausgelegt, dann muss man natürlich wieder ein Puzzleteil zurücklegen. Und so spielt ihr Runde für Runde, bis eine Person letztendlich sein Puzzle offen vor sich ausliegen hat. Und der oder diejenige hat das Spiel gewonnen.
Und damit bin ich auch schon beim Fazit von Ist da wer? Aus dem Hause Zoch und das Gebüsch, was ich jetzt hier in der Hand habe, das ist natürlich ein Hingucker. Und das ist auch so in der Schachtel hinterlegt und da zeigt sich einmal mehr, dass Zoch immer wieder neue Ideen hat und gerade beim Material sorgen die Spiele ja immer wieder für Aufsehen, was Kinder- und Familienspiele angeht. Und auch hier ist das der Fall. Wenn man das auspackt, ist auch recht zügig aufgebracht. Die Kinder können es teilweise gar nicht erwarten, weil das ist schon so richtig cool finden. Die schütteln schon so und sie suchen die Farben. Aber wenn man dann hier das Gebüsch dann schließt, dann ist die Aufmerksamkeit sofort da, Konzentration. Und dann geht es natürlich um Schnelligkeit, um Hektik, wo man mit einer Hand zugreift, bitte nur eine Hand. Und wo man versucht, eins oder mehrere Tiere dann zu schnappen. Man geht natürlich auch ein Risiko ein. Das muss aber jedes Kind selbst für sich entscheiden. Das merkt man auch in vielen weiteren Partien. Und das Puzzeln ist eher untergeordnet, aber das ist eine Belohnung. Das ist sehr schön, dass man eines dieser neuen Teile dann sich am Anfang nimmt und auslegt und so immer wieder mehr Teile anlegt. Und natürlich am Schluss dann hofft, Mensch, mir fehlt nur noch ein Teil, das jeweilige Tier dann zu ziehen. Da ist die Motivation sehr hoch. Dadurch auch die Spielzeit 15 Minuten, je nachdem am Anfang 20 Minuten. Klar, hängt auch wieder von der Gruppe dann ab. Wichtig ist, ganz wichtig, ich habe es glaube ich gerade vorhin im Ablauf erwähnt, jeder sollte praktisch gut das sehen können. Das heißt nicht direkt vor der Nase, das wird bei Kindern auch ab und an gerne gemacht, dass der andere bloß nichts erkennt, also alle mit einem gewissen Abstand. Das erkennt man dann auch von der Weite, das sind ja nur die Farben, nur in Anführungszeichen, wo man die passenden Steine dann suchen muss. Das nochmal als wichtiger Hinweis, je nach Platz. Verhältnisse, aber deswegen ist es auch angegeben für maximal 4 Personen, 4 Kinder, wollte ich schon sagen. Ist ja quasi auch für Kinder super. Können sie nämlich selber spielen, habe ich nämlich auch gesehen. Da können sie selber spielen und bei noch mehr Kindern, ja, gut, die Puzzleteile fehlen zum einen, aber letztendlich sollten alle Zugang haben zu dem Gebüsch und das auch gut sehen können. Also 2 bis 4 unterschiedlich von der Spielanzahl, also unabhängig davon, 2, 3 oder 4 funktioniert es auf jeden Fall. Altersangabe ist mit 5 angegeben. Ist schon ein Spiel, wo man sagt, auch für Kindergarten ab 4 Jahre durchaus. Ja, wenn man es mit Jüngeren spielt, dann kann man auch sagen, habe ich auch erlebt, dass man sagt, okay, das Jüngste, das darf das erste Tier erstmal nehmen, aber dann wird zugeschnappt. Also kleiner Bonus darf sein, müsst aber ihr letztendlich entscheiden. Hängt auch immer wieder vom Kind bzw. von der Gruppe, von den Spielern dann am Tisch dann letztendlich dann ab. Schönes Spiel, aktuell sehr gefragt, gerade bei den Jüngsten. Wird sich zeigen, wie der Spielspaß dann in einem halben, dreiviertel Jahr dann liegt. Es hat auf jeden Fall einfache Regeln, sehr zugängliche Regeln. Da muss man nicht viel vorbereiten. Das hat natürlich auch einen gewissen Vorteil. Wenig Regeln. Die Kinder haben das auch verinnerlicht. Das heißt, wir haben jetzt eine Woche, wo wir es nicht gespielt haben, wieder spielen, dann ist sofort klar, das muss man machen. Die Tiere werden ausgelegt und dann können, und das ist natürlich auch ein Vorteil, gerade wo ich es angesprochen habe, beispielsweise Kindergarten, die Kinder es durchaus selber spielen, ohne dass jetzt hier beispielsweise ein Erwachsener dabei sein muss. Das ist natürlich jetzt auch nochmal durchaus ein Vorteil, was für das Spiel dann letztendlich dann spricht. Robustes Material, die Figuren letztendlich aus Holz, die Plättchen durchaus auch robuster, kann man nicht meckern, sind jetzt auch keine großen Puzzleteile. Natürlich eine große Schachtel ist aber insbesondere diesem Element dann geschuldet. Anleitung, weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, auch gut dargestellt, die wichtigen Informationen. Manches überspringt man gerne, weil man weiß, ja, das ist ja klar, dann muss jemand das und das machen, aber auch hier in der Anleitung alles sehr gut dann dargestellt. Ja, das zu den Infos, wenn ihr es euch holen wollt, je nachdem beim Händler vor Ort oder ihr nutzt die unten genannten Links und holt euch dort das Spiel oder andere Produkte, zahlt nicht mehr, aber unterstützt uns automatisch, wenn ihr den Link dann nutzt. Das zu den Infos, ich bin gespannt, was eure Meinung ist, vielleicht seid ihr jetzt auch positiv angetan von diesem Spiel. Schönes Spiel mit Tieren, gemischt, Tieren sind sowieso beliebt, gerade bei der Altersgruppe. Und Zoch hat natürlich, was das Material angeht, auch nochmal eine Schippe draufgelegt. Also man kann letztendlich mit diesem Kinderspiel zufrieden sein. Und vielleicht habt ihr, wenn ihr es gespielt habt, dürft ihr es gerne ergänzen, genauso viel Spaß wie wir. Das zu den Infos. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.